Hallo und herzlich willkommen hier zum großen Finale der Rot-Weiß-Essen-Karriere. Das hier ist die letzte Folge und wir haben aktuell Stand jetzt immer noch die Möglichkeit, das Triple zu gewinnen in dieser letzten Saison. Ihr seht im Hintergrund schon den nächsten Ligaspieltag. Wir sind aktuell punktegleich mit Borussia Dortmund. Die haben allerdings schon ein Spiel mehr und unentschieden gespielt. Wenn wir also hier gewinnen, dann hätten wir 2 Punkte Vorsprung. Und dann geht es nach diesem Match gleich rein in das Champions League Achtelfinale gegen die Roma. Und im Pokal stehen wir schon im Halbfinale. Dort gibt es im April das Halbfinale gegen Leipzig. Gerne hier für die letzte Folge nochmal ein Like da lassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich hoffe, euch hat die Karriere gefallen und ich hoffe, wir werden sie hier erfolgreich mit mindestens mal einen Titel beenden. Vielleicht geht ja am Ende wirklich das Triple. Und jetzt werden wir hier, glaube ich, gleich eingreifen. Das war schon zu spät. Der Treffer ist gefallen. 1:0 hier. Und das ist der Ausgleich der Hertha hier. Wie gesagt, Dortmund hat unentschieden gespielt. Mit einem Punkt wären wir wieder punktegleich. Aber diese Chancen sollten wir eigentlich nutzen, um uns abzusetzen in der Tabelle. Oh, war das Abseits von Abline. Sieht gut aus, Abline. Kein Abseits, wir führen wieder. Was im perfekten Moment gespielt. Wir holen die 3 Punkte gegen die Hertha. War gar nicht so leicht dann. Und wir sind damit bereit für das Champions League Achtelfinale. Zum ersten Mal heißt es hier dann K.O.-Phase in der Champions League. Und das gegen den Gegner, den wir doch im Supercup noch hatten zum Start dieser Saison. Und die haben wir auch geschlagen. Schaut gerne sonst nochmal rein. War ein ganz wildes Supercup-Finale auch. In der 92. den Ausgleich gemacht und dann in der 121. den Siegtreffer. Abline, da bleiben wir hängen, aber setzen gut nach. Stark gespielt, Abline. Und der war dann leider ein Stück zu weit vorgelegt. Das war ganz eng, aber wir haben es mit unserer italienischen Jugendtorhüter, mit der Angelo, verteidigt gekriegt. Auch da kommen wir noch nicht raus und jetzt hat auch der Angelo keine Chance mehr. Dybala bringt die Roma in Führung. Enzo mit dem Pass auf Zaniolo, das geht zu leicht. Scamacca, 2:0 Rückstand hier. Mit Vorlegen im Hinspiel ist sie erstmal gar nichts. Oh, das war gut gemacht und der geht daneben. Genau da muss Tel durchlaufen und dann schießen wir wieder genau Lafont an. Simons kriegt ja den Platz, Powerschuss und auch den hält Lafont. Zaniolo, ganz wichtig. Müller dann auf Abline, Tel und jetzt muss er endlich rein, 2:1. 77. Auch wenn es hier die Niederlage wird, ein sehr wertvoller Treffer. Dann geht er nochmal Abline und er geht auch vorbei und er geht auch Richtung Tor. Der Winkel war schon sehr spitz. Was kommt aber dann nochmal nach hinten? Schuster, der wird geblockt. Dann ist es die Heimniederlage gegen die Roma. Aber ganz wichtig, dass wir diesen einen Treffer noch gemacht haben. Wir müssen also einfach gegen die Roma dann auswärts gewinnen. Schnellsimulation gegen Augsburg. 4:0 Sieg. 2 Punkte Vorsprung weiterhin. Jetzt geht es hier zu Hause gegen Frankfurt. Machen wir auch mit der Schnellsimulation. Wir haben die 2 Punkte Vorsprung. Gewinnen auch hier, ganz wichtig. Und Dortmund hat allerdings wieder gewonnen. Schnellsimulation dann auswärts bei Union Berlin. Ich denke, hier werden wir vielleicht mal wieder Punkte abgeben. Tel verschießt einen Elfmeter, aber dann kommt Abline in den 89. und wir holen hier ein 4:3. Die Roma wartet gleich und zuvor haben wir noch das Auswärtsmatch bei Freiburg und ich glaube, jetzt würden wir nicht gewinnen mit der Schnellsimulation. Wir werden auch ein klein bisschen durchrotieren, denn wir brauchen dann natürlich volle Energie gegen die Roma. Daher gehen wir da jetzt nochmal selbst rein gegen Freiburg. 1:0, dann 10. Minute. Oh! Was war das denn hier für ein Tor? Ich bin nochmal reingegangen, weil wir vorne einen Angriff hatten. Daraus wurde nichts. Flanke rein, die hat eigentlich die Angelo und dann wehrt er den aber wirklich genau halt vor den Freiburg-Spieler ab. Sieht aber gut aus, denn Tel ist da drauf und dran, hier den Treffer zu machen. Wir führen wieder. Und Freiburg kommt rein, 85. macht den Ausgleich. Und dann ist es doch nur ein Punkt auswärts bei Freiburg, auch wenn wir es das selbst nochmal versucht haben. Dortmund hat tatsächlich verloren, bedeutet sogar 3 Punkte Vorsprung. Schade, dass wir diese Möglichkeit nicht genutzt haben, aber alles egal, sieht alles gut aus in der Liga. Hier sieht es nicht gut aus. Hinspiel mit 2:1 verloren, ganz wichtig, sonst war es das mit der Champions League. Wir gehen da rein, müssen also mit einem Tor Vorsprung gewinnen, dann würde es in die Verlängerung gehen. Die Roma legt mit vollem Tempo los. Und wir aber auch 1:0 Abline. Im ersten hat Lafont noch, im zweiten keine Chance. Ihr seht es hier selbst. Das sind so viele Spieler immer von der Roma. Oder einfach mal hier vorne den Ball abnehmen. Dann ist da natürlich auch etwas mehr Platz. Und Tel mit der Führung hier.
Richtig gut kombiniert hier nochmal. Simons reingechippt, dann die Drehung, dann auf Tell, der dreht sich auch nochmal und rechts unten rein. Skamaka, 2:1. Nein, so nicht, nein. Skamaka sorgt für den Ausgleich hier. Müller, Ballgewinn nach diesem Freistoß. Dann macht er das eben selbst. Oh, abgefälscht und davor hält den. Ein 2:2 zur Halbzeit. Sehr ärgerlich, weil wir halt mit 2 Toren in Führung waren. Das sah sehr gut aus. Wir brauchen jetzt wieder einen Treffer für die Verlängerung. Wir tun uns weiter schwer, einfach rauszuspielen von hinten. Müller endlich mal hier. Kriegt er den Ball auf seiner Seite. Und dann machen wir das so schlecht. Oh, ich wollte... Oh, er hat ihn nicht auf Tell durchgespielt. 80. Minute, es sieht leider gar nicht gut aus hier mit der Champions League. Wir nehmen jetzt Rebiger raus, Schuster rein. Es wird nicht mehr viel ändern hier. Wir müssen das Glück haben, hier noch irgendwie zu der Möglichkeit zu kommen. Aber die Roma steht hinten viel zu gut. Und das ist so ärgerlich, dass wir so leicht die ersten beiden Treffer gemacht haben. Aber wir geben uns natürlich nicht auf hier. Wir geben uns nicht auf, aber haben auch noch eine richtig harte Verlängerung. Möglicherweise vor uns sind jetzt erstmal noch 5 Minuten. Es geht in die Verlängerung. Was ist das hier schon wieder für ein Match? Mittlerweile jede Folge ein Match, wo ich komplett kaputt gehe, weil wir so knapp vor dem Ausscheiden sind oder vor dem Verlieren sind. Wir leben noch und haben jetzt nochmal hier 30 Minuten. Pfosten. Dann trifft auch die Roma Aluminium. Wir kriegen tatsächlich noch diese Möglichkeit. Wir kommen da aber nicht durch und damit bleibt es weiter unfassbar spannend. Das ist das Achtelfinale erst. Klares Foulspiel. Rote Karte für die Roma sogar nach diesem Foulspiel hier. Jetzt ist Stürmer halt auch schon kaputt. Ich wechsle die aber nicht aus. Die sind 11 Meter stark natürlich. Kammerwinge, er rennt sich den Ball nochmal. Und der Pass geht nicht durch in die Mitte und damit kriegen wir tatsächlich im Achtelfinale das Elfmeterschießen. Tell, Abline, Kammerwinga, Simons und Müller sollen es hier machen und wir müssen nicht starten und können daher vorlegen im Tor, yes! Oh, Lafor hält auch. Saka macht ihn. Wir machen auch unser Ding rein und ich werde wieder nach rechts springen. Wir halten schon wieder. Kammerwinga sehr stark aufgezogen, aber gut getroffen. Wir führen. Ich springe auch hier wieder nach rechts. Ich bleibe einfach auf dieser rechten Seite. Beim Schießen bleibe ich jetzt auf der linken Seite mit Simons. Den hat er dann. Und wir haben ihn schon wieder mit der Angelo. Und haben damit jetzt mit Müller das Viertelfinale in der Champions League auf dem Fuß. Und den ziehen wir rein und damit stehen wir im Viertelfinale der Champions League. Was war das für ein Achtelfinale hier schon mal? Und wir kriegen also noch eine K.O.-Phase. Ich wusste gar nicht, wohin ich schießen sollte. Links, rechts und dann ist der irgendwie halb in die Mitte gegangen. Zum Glück aber reicht es. Ich glaube, in noch keiner Karriere hatten wir so viele Comebacks wie bisher hier. Dortmund hat schon gespielt und hat verloren. Mit einem Sieg können wir uns hier absetzen und hätten dann 6 Punkte Vorsprung. Wen wir im Viertelfinale bekommen haben, das schauen wir uns natürlich gleich an. Kammerwinga kriegt hier draußen den Ball. Da gibt es einige Möglichkeiten, wie wir das zu Ende spielen können. Das war wahrscheinlich die schwierigste davon, aber es funktioniert. 1:0. Und dann machen wir halt das 2:0. Dass das hier auch ein Tor wird. Stark nach dem Eckball. 3:0. 6 Punkte Vorsprung. Wir stehen im Champions League Viertelfinale und im Pokal Halbfinale. Wir werden daher in der Liga jetzt erstmal alles bis auf das direkte Duell gegen Dortmund mit der Schnellsimulation mitnehmen. Und selbst wenn wir Punkte abgeben, wäre es halb so schlimm und wir gewinnen dann sogar. Wir haben Inter Mailand im Viertelfinale bekommen. Zuvor geht es noch schnell gegen Köln. Wir werden da ein klein bisschen durchrotieren. Wird auch da der Sieg die Bundesliga? Das sieht hervorragend aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die noch aus der Hand geben. 9 Punkte Vorsprung. Das Schwierigste ist und bleibt also die Champions League. Wir sind bereit und wollen jetzt hier
auswärts vielleicht vorlegen oder zumindest auswärts mithalten im San Siro hier. Der nächste italienische Verein bedeutet der nächste Verein, der leider mit Dreierkette spielt. Ich hätte eigentlich gedacht, damit tun wir uns vielleicht leichter, aber das war unfassbar schwer, da gegen die Roma durchzukommen, weil wir sonst meistens mit den Stürmern zwischen den zwei Innenverteidigern durchlaufen. Hier sind halt dann drei Innenverteidiger, was das wesentlich schwieriger macht und das ist dann auch bei Inter Mailand der Fall. Verletzung dann bei Inter Mailand, Barella, der Kapitän. Wäre nicht schlecht, wenn der vielleicht tatsächlich, er muss tatsächlich runter. Und jetzt durch die Mitte, Abline, Flanke rüber, Simons kriegt den Kopfball nicht, den hätte ich vielleicht flacher irgendwie rüberlegen müssen. Gut gespielt und Rebiger haut den aber neben das Tor. Das geht durch auf Tell, direkt dann der Abschluss und der Treffer, endlich, verdiente Führung. Inter macht er echt wenig. Wir hatten den einen oder anderen Abschluss und hauen ihn endlich jetzt rein. Und jetzt die Riesenmöglichkeit hier auf das 2:0. Xavi Simons bleibt da hängen. Ich flanke den nochmal irgendwie rein und Tell neben das Tor. Stark gesehen hier. Und Müller kann uns ein gutes Stück näher bringen Richtung Halbfinale. Es ist dann Tell. Das Glück, das haben wir uns hier verdient, dass der genau nochmal vor die Füße dann von Tell fliegt. 2:0. 2:1 hier in der 72. Ich bin zurückgegangen in die Simulation. Vielleicht kriegen wir den durchgechippt noch hier. Ja, genau so. Yes, 3:1 wieder. 3:1 Auswärtssieg, da wollen wir uns überhaupt nicht beschweren. In der Liga gegen Stuttgart der nächste 4:1-Sieg. Wir werden Meister werden, das kann ich, denke ich, jetzt so sagen. Fokus also auf die Champions League, wo wir das Rückspiel hier erstmal mit der langsamen Simulation angehen. 1:0 dann hier auch noch im Rückspiel. Wir gewinnen mit 2:1 und stehen im Champions League Halbfinale. Chelsea schlägt Juventus, Turin, Liverpool schlägt den FC Bayern und Dortmund geht raus gegen City und damit haben wir tatsächlich mit uns noch drei weitere englische Teams hier mit dabei. Gegen die letztplatzierten Regensburger gibt es auch hier den Sieg. Vor dem Champions League Halbfinale wartet aber das Pokal Halbfinale und das wollen wir natürlich unbedingt gewinnen, denn wir wollen natürlich weiter auch um das Triple kämpfen. Die Meisterschaft ist uns eigentlich nicht mehr zu nehmen und hier gehen wir mit unserer ganz normalen Startelf rein, denn wenn wir noch rotieren, dann rotieren wir tatsächlich in der Bundesliga, weil als nächstes nach dem kommenden Bundesligaspieltag steht dann auch schon das erste Halbfinale an gegen Liverpool und jetzt hier erstmal reingehen ins DFB Pokalfinale, wo dann Augsburg oder Bielefeld wartet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann ist das 1:0. 1:0. Auch hier wieder etwas Glück mit dabei. Abline 2:0. Sieht alles nach dem Pokalfinale aus. Wir gehen mal zurück schon mal in die Simulation, denn wir haben ja gleich noch das Champions League Halbfinale vor uns. 3:0 dann hier in der 83. 84. Camavinga entscheidet dieses Pokal-Halbfinale und wir stehen im Finale. Wir treffen im Pokalfinale auf Augsburg. Normalerweise hätte ich dieses Match jetzt gegen Dortmund in der Liga gespielt. Dadurch, dass unser Vorsprung aber wirklich so groß ist, nämlich 11 Punkte, könnten wir auch problemlos dieses Match verlieren und dadurch werde ich hier alles durchrotieren und holen da sogar einen Punkt. Wir starten auswärts an der Anfield Road in Liverpool. Und das Team habe ich schon gesehen von Liverpool. Das ist echt auch ordentlich. Im Mittelfeld unter anderem Bellingham, vorne im Sturm Cherki. Richtig krasses Talent hier auch in FIFA 23. Schaut uns gerne in die Talente-Playlist rein. Tonali haben sie dann im defensiven Mittelfeld. Einer der besten defensiven Mittelfeldspieler natürlich hier im Spiel. Alexander Arnold als Rechtsverteidiger, Gallagher dann im Mittelfeld. Schöner Pass auf Abline. Riskant, aber ohne Fehler rausgespielt von hinten. Und dann ist der Rebiger, der uns in Führung bringt. In Liverpool hier. Gut rauskombiniert hier mit unseren vier Offensivspielern. Abline. Ja, hau ihn rein. 2:0. Und da sehen wir, dass Liverpool mit der Viererkette spielt. Da kommen wir schon mal viel besser durch hier. Eben zwischen den Verteidigern. Genau da wollte ich den Pass durchspielen. Und damit kriegen wir das 2:0 in die Halbzeit. Tell. Yes, 3:0. Wir haben noch das Rückspiel. Also selbst wenn hier Liverpool zurückkommen sollte, haben wir immer noch alles unter Kontrolle. 1:1 in der Liga gegen die Bayern, aber das spielt alles keine Rolle mehr. Wir werden uns den Meistertitel holen, stehen im Champions League-Finale, wenn wir gleich noch das Ding jetzt gegen Liverpool machen, wovon ich ausgehe. Und im Pokalfinale stehen wir ja auch schon. Jetzt hier die Möglichkeit 1:0 und damit die 4:1 Gesamtführung. Wir sind auf Trippelkurs. Das Match endet mit diesem 1:0-Sieg. 2 Spieltage vor Ende, 9 Punkte Vorsprung. Wir sind also Meister. Vielleicht sehen wir hier noch, wie wir die Meisterschale bekommen, wenn es nicht zu spät ist.
spät ist, denn Meister sind wir eigentlich schon vor 2 Spieltagen geworden. Und wir sehen leider keine Titelfeier mehr mit der Meisterschale. Die haben wir also schon bekommen, als wir Meister geworden sind. Manchester City wartet im Champions League Finale. Am Ende dann sogar nur 4 Punkte Vorsprung, weil wir eben aber den Rest wirklich alles simuliert hatten und da noch ein paar Punkte liegen gelassen haben. Und damit geht es rein in das vorletzte Match dieser Karriere. Es ist das DFB-Pokalfinale. Wir hatten es bisher nie über das Viertelfinale hinaus geschafft und jetzt in der letzten Saison dann aber haben wir es geschafft und dann noch direkt rein in das Finale und mit Augsburg natürlich ein vermeintlich leichterer Gegner. Das Ding von vorne weg spielen, 1-2 Tore in Führung gehen. Augsburg 2-mal im Elfmeterschießen weitergekommen und auch Regensburg als Gegner gehabt. Die hatten das schon echt auch Glück mit den Gegnern. Das war kein Abseits, aber er geht sowieso nicht rein. Und jetzt ist er im Tor. Ganz locker schieben wir das Ding dann über die Linie. Hochverdiente Führung hier in diesem Finale. Gar keine Chance bisher für Augsburg. Hell hat das 2-0 auf dem Fuß und auch das macht er rein. Wie ich mir das erhofft habe, ein entspanntes Pokalfinale, was wir in der Simulation runterlaufen lassen. Am Ende uns natürlich noch den Pokal abholen und dann folgt gleich das richtige Finale in der Champions League. 89. Minute, es steht mittlerweile hier 4-1. All das ist in der Simulation passiert. Das ist der zweite Titel hier in dieser Saison. Wir können es tatsächlich backen, das Triple. Vor allem in der Champions League waren wir halt in der Gruppenphase wirklich schon so gut wie raus und dann ging die Roma eigentlich auch gefühlt schon wirklich raus gewesen. Aber wir haben es wieder irgendwie geschafft, das Comeback. Und jetzt steht nur noch dieses Champions League Finale gegen Manchester City aus. Dieses eine Match, das wir jetzt noch gewinnen müssen. Wir nehmen hier noch kurz die Titelfeier mit Europa League im letzten Jahr gewonnen. Also insgesamt hier schon der dritte Titel und jetzt sollte noch absolute Krönung folgen. Die Champions League, die natürlich das große Ziel war. Jetzt ist das tatsächlich noch Pokal und Liga auch geworden. Gechter, unser Kapitän, den wir auch schon lange hier im Team haben, darf hier den zweiten Titel in der Saison hochheben. Nach der Bundesliga jetzt auch der Pokal und damit gehen wir jetzt direkt rein in das Champions League Finale, das allerletzte Match dieser Rot-Weiß Essen-Karriere. Es ist schwer zu erkennen, dass Haaland immer noch bei Manchester City spielt. Den sehen wir hier direkt aufgehangen. Wir werden uns die gesamte Formation auch gleich nochmal anschauen. Wir sehen hier aber einmal schon Diaz, Ederson auf jeden Fall immer noch, Rodri auch immer noch, Goretzka, Gavi müsste das dann sein, Valverde und Phil Foden und eben Haaland immer noch im Sturm. Und hier ist natürlich unser Team mit der Startelf, die wir in wirklich sehr vielen Fällen hatten. Wir hatten aber zumindest in diesem Jahr auch wichtige Auswechselspieler. Schuster sehr oft eingewechselt für Rebiger. Auch dann eben in diesem Match gegen die Roma ist der da nochmal reingekommen und war auf jeden Fall nicht unwichtig. Auf der Bank natürlich auch mit dabei, wenn ihr diese Karriere verfolgt habt. Gebauer, unseren Backup-Torhüter mit 46 Jahren, der ist auf der Bank. Und ich hatte das damals gesagt aus Spaß, als wir den geholt haben mit 40 Jahren. Schön dann irgendwann einwechseln im Champions League Finale und der ist tatsächlich immer noch am Spielen einfach mit 46 und wir könnten ihn tatsächlich einwechseln. Vielleicht machen wir das am Ende, dazu muss dann aber wirklich alles entschieden sein. Das jetzt hier die Formation von Manchester City, das ist richtig stark, aber bei uns mittlerweile auch einige 90er Spieler mit dabei, vor allem in der Offensive und damit geht es rein. Es wäre nochmal, ja, nochmal etwas krasser, weil wir halt gegen Real eigentlich schon raus waren in der Gruppenphase, dort wieder zurückgekommen sind und gegen die Roma eigentlich auch schon so gut wie raus waren. Und auch das haben wir am Ende noch geschafft. Der Pass kommt sehr schön auf Abline. Der kommt sehr schön. Abline bringt uns nach 3 Minuten in Führung hier im Finale. Fokussiert bleiben, aber besser kannst du doch hier nicht reinstarten. Haaland hat eine gelbe Karte bekommen. Wie auch immer. Haaland grätscht hier schon wieder rein. Und damit zieht er einfach gelb-rot im Champions-League-Finale. Aber wirklich so klar, diese zweite gelbe Karte. Einfach im Mittelfeld rennt er uns da komplett um. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dann kommt er da einfach angelaufen und ausgerechnet Haaland schnappt sich dann als Stürmer hier die gelb-rote Karte und wir machen leider nicht das 2-0. Natürlich auch ein Vorteil, den ich hier dann mitnehme. Und Tell macht und Rebiger macht das 2-0 hier. Was ist das denn hier? Also das habe ich auch noch nie gesehen. Im Champions League Finale grätscht der Stürmer uns irgendwie zweimal rein. Einfach auf der Mittellinie grätscht er uns da rein und sieht die gelb-rote Karte. Völlig verrückt. Und dann nutzen wir hier direkt diese Möglichkeit. Zuerst gehalten und Rebiger steht da richtig. Und das
darf doch eigentlich nicht mehr verloren gehen, auch wenn wir gegen die Roma eine 2-Tore-Führung natürlich aus der Hand gegeben haben. Aber hier sind wir jetzt sogar auch noch in Überzahl und City spielt ohne Stürmer. Und mit Tell könnten wir jetzt wirklich schon nach gerade mal 17 Minuten hier alles klar machen. Schwacher Abschluss. Und City ist da schon recht aufgerückt und jetzt sollen wir hier auch wieder nicht für die Entscheidung. Das 2-0, es ist noch nicht durch. City hat Möglichkeiten, gehen aber hier weiter auf dieses dritte und endgültig entscheidende Tor. Sehr gute Flanke, sehr gute Parade. 2-0 Halbzeitführung, was für ein Champions League Finale. Haaland geht mit Gelb-Rot nach 10 Minuten vom Platz und vor allem wirklich so eine unnötige Grätsche. Also ich habe das bei noch keinem einzigen Spieler gesehen, dass der Stürmer auf einmal auf der Mittellinie einfach so reingrätscht, als ob er wirklich diese gelb-rote Karte absolut gewollt hätte. Aber noch ist das nicht endgültig durch, wenn wir nicht dieses 3-0 machen, das jetzt folgen muss. Tell und wieder Ederson, der hält wirklich alles. Foden mit dem Anschlusstreffer. Tell lässt ja alles liegen bisher. Da macht es hoffentlich Simons. Auch der kriegt den dritten Treffer nicht rein. Es ist eben noch immer nicht entschieden hier. Stark auf Fabline. Kriegt der die Entscheidung hin? Der kriegt sie hin. 3-1. Das werden wir uns hier nicht mehr nehmen lassen bei nur noch 15 Minuten auf der Uhr. Und es kommt zum Wechsel, auf den wir alle gewartet haben. Thomas Gebauer mit 46 Jahren wird er hier eingewechselt und macht sein zweites Spiel, glaube ich, für uns. Einmal haben wir ihn in der Conference League von Beginn an gestartet im Sturm und jetzt kommt er rein hier in der 80. Minute. 46 Jahre, er beendet einfach seine Karriere nicht. Und das ist die Parade von Gebauer. 2 Tore in Führung, kann man auch mal hier das Solo starten. Sprintgeschwindigkeit von den etwa 10, 20, 30 Werten. Das macht er gut, das macht er exzellent hier. Und leitet damit hier vielleicht sogar nochmal den Treffer ein. Ja, Rebiger war im Abseits leider. Und damit ist dieses Champions League Finale zu Ende. War auf jeden Fall auch ein wildes Ding mit der gelb-roten Karte von Haaland nach gerade mal 10 Minuten. Gebauer auch nochmal erfolgreich eingewechselt und am allerwichtigsten, wir haben tatsächlich das Triple geholt in dieser Karriere. Ich hätte es ja selbst nicht mehr für möglich gehalten. Nachdem wir 9 Punkte Rückstand hatten, hatte ich mir echt Sorgen gemacht um die Liga. Dann hat Dortmund aber richtig viel liegen gelassen. Wir haben einiges dann noch gewonnen, sind reingekommen. Diese Folge ja dann schon Punkte gleich gestartet, einfach so weitergemacht und dann am Ende ganz klar Meister geworden. Im Pokal war das eine ganz problemlose Saison. Dort sind wir wirklich von vorne bis hinten ganz dominant eigentlich durchmarschiert. Und in der Champions League, da war das alles andere als dominant. Wir haben eine ganz schwere Gruppe gehabt mit Chelsea und Real Madrid in unserer ersten Champions League-Saison. Und dann spielst du gegen Real zu Hause 4-4, gegen Chelsea auswärts 1-1, verlieren dann noch auch ein Match gegen die Young Boys. Dadurch haben wir es uns selbst unnötig schwer gemacht. 6-0 gegen Chelsea den vorletzten Spieltag verloren. Wir mussten in Madrid gewinnen und haben dort mit 5-4 auswärts in Madrid gewonnen. Gerne sonst nochmal dazu in die letzte Folge reinschauen. Dort waren wir eigentlich schon so gut wie raus. Waren dort mit 4-3 in Rückstand. Machen noch 2 Treffer, drehen das Ding. Und dadurch sind wir erst in die K.O.-Phase reingekommen, wo dann die Roma auf uns gewartet hat. Und auch da waren wir doch eigentlich zum Start dieser Folge eigentlich schon weg. Kommen auch dort irgendwie ganz zum Schluss noch zurück, kommen rein ins Elfmeterschießen und gewinnen das, weil wir 3 Elfmeter halten müssen. Pokalfinale dann ganz locker gewonnen, Champions League Finale war dann durchaus auch etwas lockerer zum Glück, aber dazu hatten wir, glaube ich, das spannende Match gegen die Roma. Der letzte Titel hier in dieser Karriere. Ich sage danke nochmal fürs Reinschauen, danke an alle, die neu durch diese Karriere auf meinen Kanal hier hinzugekommen sind. Und damit ist erstmals diese lange Karriere hier beendet, die Rot-Weiß-Essen-Karriere, und besser können wir sie nicht abschließen als mit Liga, Pokal und Champions League. Danke hier fürs Reinschauen. Gerne nochmal ein Like oder ein Abo da lassen. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, das war's damit von mir. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen.